So, Test. Ja, das klappt. Willkommen zurück bei Zelda Breath of the Wild. Wir haben... Wieso habe ich schon wieder keine Herzen? Also wir haben hier bei der Eule, die jetzt weg ist, haben wir ihr so coole Rasseln gekauft. So, ich spiele im Moment viel draußen. Wisst ihr, was mich so nervt? Wenn man draußen sein möchte und man hat extra ein Gameboy für unterwegs, also dachte ich so, kannst du locker im Garten zocken? Das funktioniert nie. Immer viel zu hell. Selbst unterm Sonnenschirm nicht oder unter dem dunkelsten Busch, den wir haben, ich da so reinkrabbel, kann ich echt schlecht irgendwas erkennen, weil es zu hell ist. Also wir haben früher draußen Pokémon gespielt. Auf Game Boy Color. Wo ich mich mittlerweile frage, wie kann man auf Game Boy Color oder Game Boy Advance irgendwas sehen? Das sind die beiden Modelle, die noch nicht beleuchtet waren. Ja, Fleisch. Da frage ich mich immer, wie kann das sein? Mein Eisenhammer ist zerbrochen. So, wenn ich das jetzt nehme. Mann, ich will es doch da oben abstellen. Wow. Weiter weg, werfen. Ja, bessere Idee. Wir nehmen das jetzt so. Ach so, man kann da hochlaufen, ja. Ist auch doof, ne? Wenn man da hochklettern kann. Wofür braucht man den dann überhaupt? Egal, ich brauche erstmal eine neue Waffe. Nehmen wir die hässlichen Keulen, weil alles andere ja hier anscheinend zerbricht. Schade. Egal, weiter geht's. Ich hoffe ja, dass wenn wir im Dorf angekommen sind, wir mal eine Karte für diese Region hier kriegen. Weil ich sonst hier nichts sehe, hier einfach nur rumlaufe. Ich frage mich trotzdem, was ist hier mit Hyrule passiert? Und Kakariko, ist das Dorf? Das ist nicht das Dorf, wo der wohnt. Das ist das Dorf, wo man auch bei Ocarina of Time war. So viel habe ich jetzt nämlich herausgefunden. So, ich werde meine Stimme auf jeden Fall lauter machen müssen, weil ich hier super leise bin. Wartet mal ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Sieht man auch einfach mal, was für ein schlechter YouTuber ich bin, wenn ich einfach so mitten in einem Part abhaue und das dann am Ende nicht schneiden werde, weil ich faul bin. Aber naja. Ich habe übrigens gerade gesehen, 238 Abonnenten, was ist da denn los? Wie geil ist das denn? Ah, ein Reisender, ich habe mir wohl den Fuß verstaubt. Na. Das ist mir jetzt etwas peinlich, als du mich so siehst. Ja und? Sag mal, Reisender, ja, ich habe mir nicht den Fuß verstaucht. Wo hast du das Ding an deiner Hüfte her? Also, so ein alter Opa hat mir das gegeben. Stellte sich nachher heraus, das war ein König. Oder hat der mir das überhaupt gegeben? Habe ich das nicht irgendwo gefunden? Weiß ich selber nicht mehr. Der Schickerstein bedeutet, dass du auserwählt bist. Wir wissen leider nicht mehr viele, wir haben lange auf dich gewartet. Ja, ich will dahin. Am Wasserfall. Ah. Ja, okay. Ja, schon verstanden. Ah. Ja, super. Ah, das nehme ich natürlich mit. So. Ich brauche unbedingt Nahrung, um meine Herzen aufzuladen. Gibt es hier eigentlich so Herzen? Ja, manchmal auch, oder?
Das ist dann bestimmt der Weg zu diesem Berg, da will ich jetzt aber nicht hin. Ich hoffe, Impa gibt mir eine Karte, dann gehe ich da am besten mal direkt hin. Was ist hier los? Die Boutique Zwei Früchtchen heißt sie willkommen, besuchen sie. Oh, hui, du gefällst mir, genau. Ja, tschüssi. Stein, cool. Moment mal. Das ist doch ein tolles Ding, das ist nur ganz wichtige Änderung. Oh, nein, nicht nochmal. Ja, ich bin irgendwas Wichtiges. Ich kann nachher gerne zur Boutique. Wartet. Karte? Was sind das hier für Dinger? Kakariko. Wer bist du? Impa anwesend. Das ist doch ein der Schickerstein. Bist du etwa... Oh mein Gott, ja, ich bin der Auserwählte. Impa hat uns informiert. Bitte tretet ein. Also wirklich, irgendwie, das hat hier so was ganz Asiatisches, aber ich meine, das Spiel kommt doch aus Japan, oder? Nein, ist die Switch aus Japan? Ist Nintendo aus Japan, ja, oder? In Korea nicht, nee. Seid ihr also der von der Großmutter immer spricht? Lilly, Link, Papaya. Puh, endlich ist es draußen. Man sollte meinen, dass ich in der Lage wäre, meinen eigenen Namen zu sagen. Tut mir leid. Schon seit ich klein war, hat mir meine Großmutter von euch erzählt. Bitte geht hinein. Meine Großmutter, sie wartet schon lange auf euch. Ja, öffnen. Jetzt kann ich wieder eine halbe Stunde hier vorlesen. Ja, so wichtiger man ist, umso größer ist der Hut. Oh mein Gott, ist das die Queen? Es ist lange her. Sehr lang. Ein paar Jährchen mehr habe ich wohl auf dem Buckel. Hat die da so Anker in ihrem Hut? Kennst mich noch? Wer soll das denn sein? Kenne ich die von früher? Ich ein kleiner Junge war. Was ist? Du siehst mich ja an, als hättest du mich noch nie zuvor gesehen. Ich bin es Impa. Erinnerst du dich nicht einmal an meinen Namen? Heißt wohl, du hast tatsächlich dein Gedächtnis verloren. Nun, vielleicht ist es eine gewisse Weise besser so. Link, tritt näher. Vor 100 Jahren, ja, vor 100 Jahren, als das Königreich Hyrule unterging, da standest du an der Schwelle zum Tod. Sei das letzte Hoffnung, war dich in deinem heiligen Schlaf ersetzen. Sie selbst machte sich auf, ganz allein stellte sie sich Ganon entgegen. Prinzessin Zelda hinterließ nur eine Nachricht für dich. Seitdem warte ich geduldig hier auf den Tag, an dem ich ihre Nachricht endlich an dich weitergeben kann. Kurze Frage, ist das der Nachfolger von Ocarina of Time? Es kam ja echt spät erst raus, ne? Wenn ich die letzte Woche der Prinzessin an dich weitergeben sollte, ach so, letzte Worte, muss dir eins klar sein, du musst bereit sein, dafür zu sterben. Doch diese Verantwortung kann ich... schlecht jemanden aufbünden, der sein Gedächtnis verloren hat. Wenn du entschlossen bist, die Worte der Prinzessin zu hören, komm noch einmal zu mir. Muss ich jetzt mein Gedächtnis finden, oder was? Mhm. Natürlich, ja, ich bin bereit, für sie zu sterben. Du hast dein Gedächtnis verloren, du bist immer noch dasselbe. Wenn es darum geht, das Richtige zu tun, ist auf dich stets Verlass. Sitzt sie auf drei Kissen? Mhm. Gut. Dass du dein Gedächtnis verloren hast, sollte ich dir alles von Anfang an erzählen. Bitte mit Film, ich will nicht lesen. Das Königreich von Hyrule wurde seit uralten Zeiten immer wieder von einer unheilbringenden Verheerung namens Ganon heimgesucht. Doch stets erschienen auch ein Jüngling mit der Seele des Helden und eine Prinzessin mit dem Blut der Göttin. Jedes Mal, wenn unsere Welt bedroht wurde, gelang es diesen beiden mit vereinten Kräften, das Böse zu besiegen. Aus jedem dieser Kämpfe gegen Ganon ging eine neue Legende hervor. Doch dann, vor 10.000 Jahren, wollte man diesen ewigen Kreislauf der Geschichte nicht länger hinnehmen. Ja, und was passierte dann? Hyrule hatte sich zu einer Hochkultur entwickelt, in der die Angst vor Monstern und Magie endlich der Vergangenheit anzugehören schien.
so beschloss man, dem Helden und der Prinzessin jener Zeit mit Hilfe technologischer Wunderwerke zu helfen. Das Ziel dieses Plans war, die Verheerung Ganon für alle Zeiten zu versiegeln. So entstanden vier gigantische Titanen, die von einem Piloten gesteuert werden sollten. Zudem wurde ein ganzes Heer von automatischen Kampfmaschinen erschaffen, die Wächter genannt wurden. Oh Scheiße, da bin ich ja schon reingestolpert mit meiner Schwester. Als Piloten der Titanen wurden aus den Völkern Hyrules vier herausragende Krieger ausgewählt. Nachdem all diese Vorbereitungen abgeschlossen waren, fühlte man sich Ganon gegenüber gewappnet. Als nun die Verheerung tatsächlich wiederkehrte und Hyrule angriff, erhob sich ein mächtiges Heer an der Seite des Helden und der Prinzessin gegen Ganon. Eine schier unermessliche Zahl von Wächtern rückte vor und stellte sich schützend vor den Helden. Die gottgleichen Titanen entfesselten ihre Energien und zwangen das Böse in die Knie. So gelang es dem Helden, Ganon mit dem heiligen Bandschwert niederzustrecken. Und die Prinzessin besiegelte sein Schicksal mit der Kraft ihres königlichen Blutes. Okay, ich habe gerade mal, während wir das gehört haben, recherchiert, was die Reihenfolge von dieser von diesen Zelda-Spielen ist. Mhm. Erzähle ich euch gleich. 100 Jahre ist es nun her, um uns auf die prophezeite Wiederkehr Ganons vorzubereiten. Folgt mir dem Vorbild der 10.000 Jahre alten Legende. Doch das Ergebnis war nicht so, wie wir uns erhofft hatten. Wir hatten seine Macht unterschätzt. Um diesen Fehler nicht zu wiederholen, hinterließ die Prinzessin dir die folgenden Worte. Befreie die vier Titanen. Das sind die Kriegsmaschinen. Okay, jeder von irgendeinem Stamm steuert irgendeinen. Okay, bei den vier Völkern findest du Hinweise. Interessant. Mhm. Alles klar. Der Zelda-Stein ist von Zelda. Ich muss jetzt zu diesem Ort. Oh, zur Antikforschung, okay. Ja, mache ich. Zeldas Verbrechen. Ey, warte, ich weiß nicht mehr, welche Reihenfolge. Ja, einzige Hoffnung, bla bla. Geschafft, yay. Okay, gehen wir erstmal zu diesem Institut. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Also auf jeden Fall, was ich erzählen wollte. Ocarina of Time, also es gibt da wohl mehrere Zeitlinien, aber Ocarina of Time ist so eins der letzten. Und Breath of the Wild ist nicht einzuordnen. Es gibt nämlich vier Zeitlinien und es gehört zu keiner davon. Also würde ich mal sagen, das ist schon okay. Ocarina of Time ist davor. So. Das machen wir wahrscheinlich später. Ja, ich würde sagen, das müssen wir als erstes machen. Gleichzeitig würde ich mal gern. Ach so, Nebenquest. Habe ich noch nicht verstanden. Machen wir erstmal Zeldas Vermächtnis. Ich spreche jetzt erstmal mit allen. Ah.
Ja, Quelle von der Fee, bla bla. Bete ich jetzt und werde dann, kommt jetzt eine Fee und ich kriege wieder Leben, das wäre geil. Scheiße, selbst in diesem Reich brauche ich. Was kann man hier nehmen? Selbst hier brauche ich Schreine. Okay, da konnte ich aber noch nicht rein, weil da ja so Stacheldraht war. Kann man hier übernachten? Ein Gast, du hast mich erschreckt, also. Wiedersehen. Vielleicht hätte ich hier meine Leben auffüllen können, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock zu schlafen. Ich nenne den Port Importi-Weise erstmal. Die Weise und nicht die Weiße, obwohl sie auch weiß war. So, ist das hier ein Laden? Ach, jetzt lauf doch einfach. Ja, ich glaube, das ist ein Laden und danach gehe ich auf jeden Fall dahin. Hat doch nicht den Laden hoch. Bist du bescheuert? Willkommen! Ja. Man kann hier leider nur Bogen, Pfeile kaufen, aber ich würde ja gerne Waffen kaufen. Ich habe keinen Bock auf den Bogen. Hier habe ich jetzt erstmal noch genug. Was ist das? Möhre? Hier kann man Essen kaufen. Kein Bock, das vorzulesen. So. Irgendwie. Ja. Okay. So, ich will mein Geld nicht für sowas ausgeben. Ich kann hier wohl den Kochtopf nutzen, hat die gesagt. Der draußen vor der Tür steht. Ich sehe, hier ist das ein Topf. Topfdeckel. Ich glaube, ich kann noch nicht kochen. Das hat mir noch keiner gezeigt. So, jetzt gehen wir einmal noch zum Klamottenladen und dann gehen wir weiter. Oh ja, mit der habe ich doch schon geredet. Ich gehe jetzt einfach hier hoch. La la la. Die neueste Mode. Ja, ich will mir das jetzt angucken. Ich wollte was kaufen, es geht aber nicht. Ach so, geht das vielleicht? Ninja-Hose. Ich kann mir hier gar nichts leisten. Ich habe 18 Diamanten, also tschüss. Was soll ich hier kaufen? Ja, komm, wir verlassen das Dorf wieder. Es war irgendwie nicht so befriedigend, wie ich gehofft hatte. Einmal speichern. Und weiter geht's. Im Moment habe ich frei. Jetzt habe ich eine längere Zeit frei. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt immer viel auch abends zocke. Tagsüber versuche ich rauszugehen. So, in 2-3 Wochen fangen wir an, so ein paar Kurzurlaube zu machen. Ich fahre nach Berlin zu meiner Schwester, die kennt ihr aus dem letzten Part, vorletzten Part. Ich werde... Ja, was werde ich noch machen?
werde zu einem Mittelaltermarkt fahren und zu einem Festival. Das wird jeweils meistens übers verlängertes Wochenende. Was ist das denn hier? Ja, einfach weg hier. Also so Donnerstag bis Sonntag, Freitag bis Montag, so halt. Ich glaube auch immer 3 Nächte, ja. Immer 3 Nächte. Mein Gott, hier sind Hyrule-Pilze. Doppelte. Aber ganz ehrlich, der Shit ist, einfach nichts essen. Wenn du stirbst, dann stirbst du halt, dann kommst du ja eh relativ nah wieder. Ja, was soll die Musik jetzt? Ich brauche auch unbedingt ein Pferd. Würde ich sagen. Dass ich noch kein Pferd habe, kann ja irgendwie wohl nicht angehen. Ah, guck mal, jetzt hat das hier nämlich gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt sterbe, komme ich hier wieder. Obwohl diese Dinger hier eigentlich auch schon tot sind. Ja, da kann man natürlich nicht runtergehen. Das ist natürlich hier sehr bescheuert. Also einfach hier lang gehen. So, wie kann ich die Ziege mit einer Keule verdreschen? Ne, sie verdrescht mich, super. Ist mir jetzt auch egal. Ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen, weil ich ja jetzt zu diesem Zelda-Vermächtnis muss. Irgendwie ist Zelda auch ein sehr entspanntes Spiel, weil halt die ganze Zeit nichts passiert, ne? Man läuft einfach nur rum und fertig. Ich mag nicht diese Knochendinger. Ich nehme das jetzt einfach mal. Oh nein, jetzt ist meine Waffentasche voll mit Scheißwaffen. Ja, das passt schon. Gehe ich erstmal auf die andere Seite. Ich muss mir unbedingt auch noch mehr Ausdauer machen. Das hier ist doch echt nicht deren Ernst. Das da Diamanten. Nicht über deinen Körperbau und du scheinst mit Schatten und Bogen umgehen zu können. Möchtest du vielleicht Jägerbande beitreten? Jägerbande? Was? Du hast nie gehört. Oh, war ja. Eine kampferprobte Truppe um Meister Koga. Dein Leben gehört mir. Ey, was ist das für ein Freak? Was ist das für eine Kacke? Ja, meine Waffe ist doch nicht da. Ich habe keine Waffen. Ich trete den auf jeden Fall bei. Und noch einmal. Ich habe ja kaum noch Leben. Und nochmal. Und ich bin tot. Aber ist eine gute Idee, den beizutreten, weil dann kriege ich wahrscheinlich hoffentlich, ich hoffe mir davon, Waffen. Ja, wir machen das direkt mit dem Ding hier. Oh. Ja, bla bla bla, also dasselbe wie gerade. Okay, diese Waffe hier ist scheiße. Weil man halt mit der nicht so schnell laufen kann. Das ist hier so ein Mittelding aus. Macht schon irgendwie Schaden, aber
kommt der Typ dann jetzt wieder. Oh Mann, ich will da unbedingt beitreten. Und nicht darunter gehen. Wo ist der denn jetzt? Kommt der mal? Kopfsammler, geil. Schwertbanner. Ach, das mal essen. So, jetzt habe ich den Typen besiegt. Ich würde dem gerne beitreten. Kann ich dem jetzt beitreten? Super. Kakariko-Brücke. So, und jetzt würde ich eher so links laufen. Nach der Brücke. Aber das machen wir immer im nächsten Part. Nein, nie. Hä, warum geht's ihm nicht gut? Ja, genau. Jetzt geradeaus laufen und dann links. Und bis zum nächsten Part. Tschüss.